User joined your channel. Ach, au. Ja. Hallo. Na, ihr Luschen. Na, du Lusche. Ist das laut, ey. Was denn schon wieder, Mann? Ach, wieder nur eine Alpha, die ich gekriegt habe. So, Rainbow Six Siege, Multiplayer, ah, mal gucken. Oh, 38 Millisekunden zum Datacenter Westeuropa. Mal Multiplayer drücken hier, mal gucken. Mal gucken. Ja? Oh, choose an operator. Okay, Breach Launcher. Ah, da fehlt wieder irgendwas. Wieder die freie Map hier. Egal. Ja, man muss sagen, das ist die Closed Alpha. Oh, da gibt es natürlich ein paar Fehler, ey. Habe ich eben gerade schon gesehen. Am Anfang konntest du jetzt nicht auswählen. Hast noch nicht die Details gesehen, von welchem Operator du nutzen sollst und bla. Na, mal schauen. Offene Seeschlacht. Juhu. Oh, das ist geil. Ich spiele ein, zwei Runden hier Rainbow Six Siege und dann join ich dir in World of Warships. Du bist noch nicht mal richtig zu sehen, da kommen schon die ersten Startjobschüsse. Oh, ist das herrlich. Ich soll fragen, ob du WoW heute noch spielen möchtest. Nee, ist mir zu spät, ehrlich gesagt. Lusche, soll ich sagen. Mal sehen. Die Tage komme ich auf jeden Fall on. Mein Paladin muss ja auch mal gelevelt werden hier. Ist schon klar, dass wir da dauern müssen, ne? Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Auf die Fresse! Mission Parameters are as follows. 5 Hostiles are holding 1 Hostage. Secure the Hostage and reach the Extraction Point. Wieder Dellenhit. Haha, Lusche. Hostage location is unknown. Operation is still a go.
Frag. Baby. You are the last active operator. Rescue attempt is a failure. All operators were eliminated. Das war eine schnelle Runde. Und man muss sagen, irgendwie, du siehst gar keine, aber du wirst von irgendwo beschossen, ey. Das ist schon geil. User left your channel. You have to hold out. Keep the hostage alive. Door barricaded! No one can see that door! This door is secure! Doorway's barricade up! User joined your channel. Wait. Hostage location has not been compromised. Baby? Baby. Door secured!
operator left. No one's getting through that door. Doorway barricaded. Doorway barricaded. Mission parameters are as follows. 5 hostiles are holding 1 hostage. Secure the hostage and reach the extraction point. You are clear to engage. Find the package and proceed to extraction point. Grenade hot. Flashbang away.
composure. I'll patch you up. Don't move. You are the last active operator. Red condition is a failure. Blue 4 is down. I repeat, Blue 4 is down. Der Plane ist nicht mehr. Boah, ich hab hier noch so viel Osterschokolade, Leute. Es stürzt auch immer ab, wenn ich joinen möchte. Ich verstehe nicht warum. Die ein oder andere eine Idee im Stream, warum. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Spiel schon hat. Also die Klaus Alpha sind Klaus Alpha Zugang. Wenn nein, woran könnte das liegen, dass ich immer rausfliege? So, wo steigen wir an?
Ja, werde ich mal ausgeben. Ein bisschen streamen hier. Mit Rainbow Six Siege. Lebst du noch in deinem Gefecht? Oh echt, du bist aufgelaufen. Oh, wie schön. Es ist schon mal gut, dass ich nicht der Einzige bin, der mal aufläuft. Ja, das ist nur doof, wenn du aufläufst und die Schlachtschiffe auf dich eingeschossen haben. Alter, ey, wie ich jetzt nur 5,5 Kilometer Reichweite mit diesen blöden Torpedos hab, ey. Da musst du wird, das mit der wird das mit den Nickels besser? Mark 11, Mark 5, oh, 5,5. Alter. 4,5. Je höher du kommst in den Tiers bei den Amis, desto geringer die Reichweite oder was? Ne, 6,5. Ne, 6,4. Tier 8, Benson. Jo. 8,2, ja? Nein, da ist Fuso, Alter. Ich hab jetzt keinen Bock, die Japaner da wieder hochzuspielen, ey. Vor allem muss ich von der Katori. Ah nee, die Umikaze hab ich. Dann Wata, Iso. Ja, aber ist nochmal nur 10 Kilometer Reichweite. Was willst du mehr, ey? Ey, mit dem Tier 2. Nee, Tier 3. Hast du schon 8 Kilometer Reichweite mit den, mit den Torpedos bei den Japanern, ey. Und dann geht's los, ja, 7. Dann die ISO, die hat 7 und 7. Naja, sind auch keine 10 Kilometer Reichweite mit denen. Na, erst mit der Minekase kommt's auf 7. Na ja, gut, okay. Habe ich noch Zeit, ein Match zu machen, oder? Nö, ich bin gleich weg. Okay. Hast du noch einen Vierer? Ein Vierer? Ja, ein Schlachtschiff. Okay. Ich hatte vorhin das Glück, in ein 9er-8er Gefecht zu kommen. Oh, da hat ja man doch Spaß, oder nicht? Ja, ich habe auch ein 8er Destroyer versenkt, ja. Aber dann hat mich der 9er Destroyer auf der anderen Seite, hat er mich mal ein bisschen maltitriert, ja. So, ich habe nur die Schüsse fliegen sehen, noch nicht mal eingeschlagen, folgten schon die nächsten. Da dachte ich so, okay. Dass er dann gleich, ich bin gleich weg ist, aber... Ich halte mich an meinen 500 HP weg fest, Mario. Wie scheuer das wird. Und wenn ich hier Autoscooter fahre, ist mir egal, Mann. An Nickels auf die Tier 5 fehlt mir noch 7000 EP. Ich hab nur keinen Bock, näher an die Schlachtschiffe ranzufahren, Mann. Reicht mir schon, dass ich mich von der Entfernung weg muss. Ah, no risk, no fun. Komm. Ich bin ja no risk, no fun. Yeah. Wer ist die Omaha, oder wie?
Omaha. Oh, hier sind schön so viele Fusos und Kongos rum, Mann. Das macht einen Spaß, ey. Da muss man immer an die Schweine ran und schon ist das zerlegt worden, ey. Man nicht so schön, wenn ein Schlachtschiff vor dir platzt, ey. Alter, die Tier 10, ne? Die Tier 10 Cruiser von den Amerikanern, ne? Mhm. 203mm Batterie und dann Schussfolge 10 Schuss pro Minute. Hallo, alle 10 Sekunden. Boom, boom. Nicht mal, das ist sogar mehr. Ach du grüne Neune. 6 Schuss, 4, boah. Ja, ne? 12 Sekunden Nachladezeit. Das hat was. Oh, ein versenkt. Mal die Japaner angucken. Die Senjo. Und er versenkt mich, alter Drecksau. Naja. Alter, die Tier 10 von den Japanern hat eine Schussfolge von 4,6 Schuss pro Minute. Ja, viel ist nicht, aber dafür braucht die auch nicht wirklich viel. Die hat auch nur 203mm. Und die Des Moines, die hat auch 203. Hat aber eine Schussreihenfolge von 10. Wollt ihr jetzt mit 4er weitermachen, oder? Zerstörer? Oder wir können auf dem 5er fahren oder 6er. Mir Wayne. Ja, nimm an und Happy Birthday, mein Freund. Happy Birthday to Homie Yogi. Oh, ich hab gleich mal einen Zerstörer hier mit dem Klemsen. Mit dem Kleptoman. Bei derselben habe ich jetzt alles ausgebaut. Ah, jetzt kann Switch schnell. Nee, jetzt habe ich einen Jägergeschwader, zwei Torpedogeschwader und einen Bombergeschwader. Gleichzeitig! Okay, wie wär's denn mit mehr Jägern? Statt dem Bombergeschwader. Ja, kann ich mir aussuchen. Entweder habe ich zwei Jägergeschwader, das ist die letzte Ausbaustufe. Ja, das finde ich halt ein bisschen doof. Eigentlich müsstest du die aussuchen können, das was du. Und die Independence. Was du spielen willst halt. Ne? Ja, genau. Also, eigentlich müsstest du sagen können, ey, du hast irgendwie 4 Slots frei oder 3 Slots, je nachdem. Aber die kannst du frei wählen. Das wäre geil. Ja, ich meine, je höher das Tier, desto mehr Slots kannst du setzen, ne? Klar. Ja, genau. Das aber du wäre... kannst halt aussuchen, halt, was du für Dinger reinhaben willst, ne? Ja. Bei Forschen tust du ja eh alle Flugzeuge, Torpedos musst du eh ausbauen. Also. Aber das gibt, wäre, oder würde dem Match noch ein bisschen mehr, taktische Tiefe ja, so, geben. Ja, auch so ein bisschen frei wählbar halt, ne? Ja. Wieso bin ich nicht? Ach, guck mal, wir sind schon wieder gegen Fusos unterwegs. Ah, jawoll. Ich fahr mal so bei 2, 3 so um den Berg da rum, oder? Ja, wie so ist. Wo denn bei 2, 3? Da um den Küstchen da, gut.
Und da kommt Torpedobomber. Die fliegen auf dich zu. Wieso habe ich das Gefühl? Zwei Kreuzer. Zwei Cleveland. Und eine Miyogi. Ne, Kawachi. Und schießen auf dich. Da kommen sie schon runter. Ich und noch ein Battleship da oben, ey. Oh, ich zieh mich mal zurück hier. Irgendwie ein bisschen zu voll. Okay, da kommen die Torpedobomber. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Torpedos im Wasser! Okay, hier kommt noch ein Battleship, kannst du wieder beidrehen. Ich geh mal auf. Zerstörerjagd da vorne.
Oh Mann! Ist weg, oder? Ich bin weg, Torpedos im Wasser. Ich hoffe mal, die treffen. Reicht aus. Oder? Na doch. Einer. Sehr schön. Flooded. Flooded. Ja, dann hat er nicht mehr viel da. Jawohl. Und dann weg. Ja, yeah, destroyed. Juhu. Wieso habe ich das Gefühl, dass er noch... Achso, ein Zerstörer ist dann noch so ein kleiner Arsch noch. Ja, der hat auch nicht mehr viel. Hoffe ich mal. Und da ist noch ein Battleship. Ach, der hatte noch volle Health, der Dödel. Geschütz getroffen von dir. Vor allem, die kommen von dem kleinen Zerstörer, ne? Ich treffe dieses Schweineding nicht. Ja, musst du ganz schön weit vorhalten. Schon, dass es fast außer Sichtweite ist. Hier, guck dir die Schussreihenfolge an. Noch nie mal gelandet, komm schon die nächste. Siehst du das? Hast ein anderes Schlachtschiff da. Jetzt nebelt sich die Sau ein. Torpedobomber, die mag ich ja erst recht nicht. Nee, nicht mit dem Schiff. Naja, grundsätzlich mag ich die mit keinem Schiff, aber... Ey, ich will mein Geschütz zum hinten wieder haben. Ist das blöd? Nee, kriegst du nicht wieder. Ist zerstört, zerstört, ist zerstört. Nee, jetzt rauch den Zerstörer auf da. Da war zu weit. Und was wirst du denn getroffen da hinten, Alter? Ich weiß es nicht. Und ich sehe es noch nicht mal auf der Map, ey. Das ist bestimmt Diffuso da hinten, ey. Irgendwas anderes noch. Definitiv, ey. Da ist noch irgendwo was anderes oben. Ja, da ist eine Fuso. 15 Kilometer. Nördlich von dir. Und die Rubbel die Katz ist da noch. Rubbel die Katz 5 mit seiner Cleveland. Da kommt der nächste Beschuss, der Fuso. Und von der anderen Seite genauso. Oh, jetzt gerät's ins Kreuzfeuer.
Da kommt der Beschuss der Cleveland. Genau. Wem willst du das denn erzählen? Was? Boah, das ist geschützt. Wenn der Turm weg ist, oder was? Oh. Hey, ich hab zwei Schiffe. Zerbrochen. Ja, ich brauche unbedingt das nächste. Ja, wenn du die Kongo, also nee, du bist doch. Was bist du, Miyugi, ne? Mhm. Ja, wenn du die Kongo hast, dann wird's ein bisschen besser. Exit Combat. Ja, das wäre noch geil, wenn sie das bei dem Träger echt so auf Eigenordnung darstellen. Dass du so wirklich sagst, du hast hier Slots, du kannst dir aussuchen, was du willst, ey. Mhm. Ich glaube, dann würde ich auf zwei Jäger und zwei Bombergeschwader gehen, glaube ich. Je nachdem, wie viele Slots du hast halt, ne? Ja. Oh, die haben keinen Träger, aber die haben zwei Nagato. Und diese Map ist scheiße. Ja, die ist so verwinkelt wieder. Ich komm zu dir hoch. Okay, ich kreuz einfach. Ich werd einfach ein bisschen rumkreuzen, ey. Da, ich fahr doch nicht in die Mitte, ey. Scheiße. Hm? Ja, wir fahren runter. Hier oben 1, 2. Nee, okay, wir fahren hoch. Oder ich fahr hoch. Die haben eine Pensacola, eine Mogami, Alter. Und eine Nagato, der zwei Nagato, das ist nicht so schön. Ich habe immer noch nicht verstanden, was der Scout bringt, aber na gut. Ich auch nicht. Ich starte ihn einfach mal. Egal. Ja, genau, Junge. Du siehst noch nicht mal was und ballerst schon. Ah, Schlachtschiffe sind so widerlich. Was denn nun? Schlachtschiffe widerlich? Schlachtschiffe gut?
Ja, wenn ich sie nicht gegen mich habe, sind sie gut, ne? Also, ansonsten widerlich. Wenn du nicht rankommst und bist schon weg, im Ende weg. Gut, die haben ja miserable Nachladezeit, aber das brauchen sie auch eigentlich auch nicht wirklich, ey. Einmal getroffen und du bist in der Mitte durch, ey. Guck dir das doch mal an, was da runterkommt. Ja. Keine Treffer, Alter. Willst du mich verarschen? Ich hasse Zerstörer. Gut, der ist schon mal weg. Und ich einmal getroffen. Da der Cleveland. Irgendwie wollen die dich haben, habe ich das Gefühl. Ja. Alter, ernsthaft? Oh, steckst du dich jetzt echt unter den Berg oder was? Ich? Nee, nee, ich dreh bei. Kühlen. Ja, hallo. Schlachtschiffe. Jetzt haben sie sich auf dich eingeschossen, ne? Mhm. Insel! Target penetrated. Oh, Citadel hit. Oh, pass auf, ich drehe ein. Komm, acht dann. Gut. Ernsthaft?
Schon wieder zu kurz. Boah, ey. Greifen die wirklich unsere Base an? Oh Gott. Ja, bei 5 Battleships, Alter, das ist auch kein Wunder, ey. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Gegner und alle schießen auf mich. Yippie, Schweinebacke. Schön, dass ich nur 18 Hits gemacht habe, irgendwie, weil ich da nicht ran. Ich habe nur 8 Hits gemacht, ey. Kommst halt nicht an die ran, das ist so lächerlich. Wie soll sich Pensacola oder wann? Ja. Da kommt ein Zerstörer gleich um die Ecke. Zerstörer hat nur 10.000 HP. Leute. Ja. Ist ja nicht viel, ne? Nee. Eigentlich nicht. Fährst du auch voll rein, oder was? Ja, pff. Verloren ist verloren, ey. Lol. So wie ihn denn abgezogen, Mann. 15.000, ey. Du hast ja auch den von Mitte dran. Jo. Denn schon, denn schon. Ja, die nächste Klasse wird dann auch Zerstörer, Alter. Und dann wird er. Und dann am besten das Premium-Schiff mit 20 Torpedowerfern. Pro Seite. Erstmal den Dexter Flame, ey. So.
Please just kill those moron BS. Sagt der Kreuzer, der zerstört wurde. Aha. Und gleich mal gucken, was er gemacht hat. Dexter. Ah! 0 Kills. I see. Ja? Lappen. Oh, mit der Klemms nochmal auch verloren. Oh. Was für ein Zufall, oder? Was willst du? Oh, Miyugi, Miyugi 4. Okay. Was macht denn eigentlich Fabian? Hä? Huh? Anime. Ah. Wir brauchen Unterstützung. Na, jetzt auch nicht mehr, ey. Was macht ihr? Anime. Der? Anime? Oh, Free Battle. Open Water. Open Water! Ich komm runter zu dir. Wir fahren dann da. Keine Ahnung, wo lang. Nur ja, langsam die Ecke hoch, also. I kill you. Alter, eigentlich müsste man hier so ein Destroyer-Rule machen, ey. Drei Zerstörer. Und einfach die ganze Zeit nur Torpedos. Nur Torpedos pflastern, ey. Zack, 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 zack. Ich sag ja, du musst das Premium-Schiff nehmen. Die Torpedos von dem Ding haben 10 Kilometer Reichweite und das Ding hat 20 Lafetten auf einer Seite, Mann. Machst du erst die rechte Seite, dann machst du die linke Seite und pflasterst den ganzen Weg, Alter. Alles, was da durchkommt, sagt sich, hello. It is me in your eyes. So, Torps loaded. Wo sind die Battle-Chips doch da oben? Ich sehe hier noch nichts, was ballern die rum, ey? Ja, ich frage mich auch gerade. Hallo? Da oben sind welche, ja. Ja, das ist, ne? Einmal ganze Karte, und so. Zerstörer. Da kommt ein Zerstörer. Eingenebelt. Also Battleship.
Ja, der dreht bei. Kreuzer. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier alleine bin auf der Seite mit dir? Hey, weil es so ist? Ja, weil es so ist, genau. Die anderen, die kreuzen irgendwo andersrum, ey. Ja, da campen wir am Punkt, es ist super. Schnebel ein. Komm, Nebel ein. Der Zerstörer schießt auf dich. Und jetzt das Schlachtschiff. Ja, das Schlachtschiff könnte schon besser treffen. Was schießt der denn? HE oder was? Bestimmt. Oder getroffen, Alter. Wie schafft er das denn? Ach, hier ist noch ein Zerstörer. Oh, wie toll. Oh, da, schön. Kritisch getroffen. Ja, ich kann nur gerade ausfahren, das ist mein Problem gerade. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie die Bismarck oder so. Ramin. Ja, super, Alter. Wie schafft er es mit einem Schuss mein Ruder kaputt zu machen? Einem Schuss! Schon wieder so lame. Und wo sind denn unsere anderen Typen? Also, es ist... Ich hätte beidrehen sollen. Bist du auch weg, oder? Nee, ich hab den Zerstörer. Er trifft mich mit einem einzigen Schuss und zack, mein Ruder ist kaputt. Bitte? Das muss mir auch einer mal erklären, ey. Tja, da fragst du einen zu... Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie sie das mit den Treffern zählen. Also ob du da wirklich auf die einzelnen Komponenten zielen kannst oder ob das einfach Zufall ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaube, da musst du richtig zielen drauf, du. Wenn der Zerstörer in der Mitte mal runterkommen würde, Alter, dann würde man das hier auch packen, nein, ey. Nein, nein, nein. Oh. Können wir hier was machen? Ey, du hast ein Loch in der Seite. Echt? Oh Mann. Du hast drei Löcher in der Seite. Meine Fresse. Über Wasser, gut. Das Schlachtschiff da näher kommt, ey.
Oh Baby, gimme, gimme, gimme! Wie er sich freut. Echt? Wir schießen Torpedos auf den Zerstörer? So, wollen die treffen? Wollen die treffen? Shit! Ja, ah! einer Salve bin ich ausgewichen, ey. Ah ja. Voll unterm Boot explodiert. Das war jetzt auch voll geil aus. Der ist voll unter deinem Schiff explodiert. Du bist voll hinten hochgegangen. Upp. Lol. Und seid ihr fertig mit Fast and the Furious gucken? Nee, noch nicht. Teil. Teil 6 heute und dann gucken wir, ob die Download-Version da etwas bringt und dann. Da geht man ins Kino, Magga. Ja, da geht man ins Kino. Auf jeden Fall gehen wir da ins Kino. Was, Avengers 2 oder Star Wars? Ja, da sowieso für beide. welchen Film meint er? Fast and Furious 7. Ich hab den schon gesehen, ich finde das. Das hast du gestern schon gesagt? Das hast du gestern schon erzählt. Ja. Wiederholst dich, mein Freund. Guck deine Animes und sei ruhig. Mit All Due Respect, den Anime, den ich mir gerade angucke, ist besser als Fast and the Furious. Ja, wer es glaubt. Guck ihn dir selbst an, heißt Sword Art Online. Das ist meiner Meinung nach, nach 15, 20 Jahren Anime gucken, ist das wahrscheinlich einer der besten Animes, wie es jetzt rausgekommen sind. Oh, warte mal, ich habe 2 Punkte. Die Qualität, die Storyline, alles ist... Ja, ich geb dir recht, Sword Art ist nicht schlecht. Ja, und wie gesagt, ich habe den 7er gesehen, ich habe alle Teile bis jetzt gesehen, ich habe sogar ein paar davon auf DVD. Aber los geht's! Ich habe das Gefühl, dass er einfach abgenuckelt schon, weißt du? Der war schon im letzten Teil so irgendwie ein bisschen abgenuckelt. Ich fand den gut. Ich finde sie alle gut. Und da lasse ich mich auch nicht reinreden. Ja, nee, es ist ja jeder sein Ding. Es gibt Leute, die finden wahrscheinlich auch 50 Shades of Shit gut, ja? Also. Das sind Frauen. Ja, also. Er hat seine Vorlieben, was er da gerne mag. Jeder hat seine Vorlieben, welche Filme er gut findet. Ich kenne Leute, die finden den Paten 1, 2, 3 absolut scheiße. Eine Lexington, eine Achter. Will er mich verarschen? Ja, wenn du überlegst, so ein schönes Battle, ja. Dass das ein Film ist, tatsächlich, der die Filmgeschichte geschrieben hat, gibt da trotzdem Leute, die finden scheiße. Ja, also. Warum sind wir mit einer 5er wieder in 6er, 7er? Und Achter, ja. Hallo! Weil man Bock drauf hat, Mann. Die anderen, die da in den Scheißdings da sind, sind auch nicht. Die sind auch Sechser und sind hier im Sechser-Gefecht. WTF, ey. Ich höre schon wieder die ganze Zeit nur hier wieder. Zerreißen sie jetzt hier, Mann. Du würdest auch wieder rumheulen. 100 Nö. Pro. Na sicher. Ich hab doch gestern einen gekillt, der 2 Level über mir war. Ja, hab ich auch. Vorhin, ja, also gestern. Juckt mich doch gar nicht, ey. Warte mal kurz auf. Jo. Genau, ich fahre als Kreuzer alleine da oben in die Ecke rein. Du bist Deutschland. Wer fährt ein Kreuzer? Wohin? Oh, Alter! Ach. Was hängt denn mir alles am Popo? Hab ich Schoki hängen oder was? Du hast einen süßen Hintern, mein Kleiner. Ja, sieht ziemlich. Ja, weil die anderen auch alle da oben lang fahren werden.
Torpedos! Torpedos, Torpedos! Kilometer! Ja, und alle feuern schon drauf. Ist das bescheuert. Ist auch gut, alle im Verband die zu fahren. Die kommen gut. Oh, die kommen scheiße, die ganzen, zu weit vor. Die ganzen Torpedobomben, weil die rumfliegen. Ja, das ist gut. Machen wir einen Testschuss. Sicher, sicher, Jungs. Lauf dich oder was? Ja. Jetzt schwimmen 20.000 Schiffe rum, alle gehen da auf den Level 5. Das ist auch schön. Ey, die Pensacola, ey. Junge. Ey. Wie wär's, wenn er mal gegenlenkt, die olle Potsau? Jetzt muss ich auch noch Torpedos ausweichen, ey. Lappen, der wird jetzt von Torpedos getroffen und gut ist, ey. Ey, sag mal, stehen wir hier heute alle oder was, ey? Ey, hier kreuzt jetzt alles rum bei uns hier, wa? Mhm, und die anderen kommen hinten schön um die Ecke. Wo kommt der verdammte... Wo kommt der verdammte blöde Carrier jetzt her? Hm? Carrier? Ja.
Kreuz bei mir ein Carrier, ey. Ja, hier tummelt sich alles. Es ringelt Pietz mit anfassen, ey. Puppenkuscheln. Ja, und von der anderen Seite kommen die Kreuzer, ey. Super. Ja, jetzt ziehen wir uns halt schön von unserem Punkt weg, ne? Also ich persönlich drehe mal zu unserem Punkt um. Kommst mit, oder? Ja. Aber die ziehen uns auch eh langsam hier weg von uns, also. Ja, das. Ja, wir sind zu. Ich bin zu weit weg, das schaffe ich nicht. Ja, aber alleine gegen drei Kreuzer schaffe ich auch nicht auf dem Level. Nee, die Kreuzer unten sind auch schon unterwegs da. Was bringt das jetzt, wenn ich jetzt wieder zurückfahre und jede andere kurvt da schon rum, weißt du? Oh. Na, versuch mal die Träger da oben zu kriegen, wenn du Bock hast. Schon dabei. Rippe. Alter, Flash ist die neue Episode immer noch nicht draußen, Mann. Langsam anfangen, eigentlich hätte ich schon gestern draußen sein sollen. Piss mich auf. Confirmed penetration. Schauen wir mal, was die besten TV-Serien 2013, 2014 waren. Ja, zwei Torpedotreffer. Ein Torpedotreffer.
Ja, jetzt krieg ich's, ey. Klar, das war doch niemals ein Treffer, Alter. Und das war's. Noch ein Treffer. Und das war's. Und da hat er BOOM gemacht. Unser Träger hat auch nichts gemacht, ey. Nee, nicht wirklich, ne? Also unsere beiden Träger, ey. Lustig, die Knaben, ey. Nee, die dübbeln hier durch die Gegend. Ist viel geiler. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum bin ich nicht zurückgefahren? Ja, dann hätten die von da oben auch noch gepusht. Alle Torpedobombe abgeschossen von uns, ne? Weiß ich nicht. Ja, hat er wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, drei Abfangjäger. WTF, Alter. Ja, da waren's mal Torpedojäger, ne? Alter, das war ein useless Träger, ernsthaft. Gut, ich bin da auch nicht der Pro drin, also. Nee, aber... Ey, der schickt alles hin, ja? Und jetzt fährt er da rum, ey. Will er einen Nahkampf? Gegen den Kreuzer, ja. Die Hälfte der Torpedos geht echt gegen die Insel. Wow. Also. Wow. Das war episch, Alter. Oh, Crashkurs. Heute ist echt Crashen an, ey. Er weicht auch nicht aus, oder was? Nö, die weicht nicht aus. Du drückst gegen, weißt du, und machst hier volle Kraft zurück und alles und hast sie nicht gesehen. Und die powern einfach durch, ey. Mal lieber sie immer in den Arsch schießen, Arschler. Torpedo-Bomber.
Abdrehen, abdrehen, er dreht auch ab. Und er dreht auch ab. Ihr fahrt gleich aneinander. Na, ja, genau, egal. Er kriegt die Torpedo ab. Du bist so schön schutzmäßig. Ja, siehst du? Er kriegt schon ab. Ist mir doch egal. Arschloch. Jetzt fährt er noch auf die Insel auch, oder was? Oh, das ist ein Lappen, Alter. Meine Geschütze sind ausgerichtet. Ich kann die gerade vorverlegen, Mann. Fahren? Wieso fahren, Alter? Wieso fahren? Einfach nur geschützt gucken. Ah, ich könnte ihm eigentlich... Nicht schön Autopilot, egal. Oh, Lappenfrosch. Alter, Falter. Bin schon auf... Ich bin gerade auf Zieleinrichtung Nummer 3. Könnte ich mit meinen 6 Torpedos so einen Arsch ballern, Alter. Gott, der Träger. Großes, große Fächern oder kleine Fächerung? Ich meine, kleine Fächerung macht mehr Schaden auf die Gesamtmenge, ne? Kleine Fächerung, der ist so dicht. Treffen alle. Treffen alle. Ja, ey, Mann. Ohne Scheiß. Wie der Träger mit nach vorne fährt hier, dieser Marty Naski. Na ja, gut. So, Elpen hat wahrscheinlich keine. Geht wahrscheinlich auch auf den Haken. Victory! Alter. Ich hab mal nichts gebacken gekriegt. Kein versenkt, ja? 13 Treffer, 2 Zitadell-Hits, 2 Planes abgeschossen, einmal kritisch getroffen und krieg 1600 Punkte. Wollen die mich verarschen? Doch gut, Mann. So, oh, komm, ich mach noch eine mit dem Zerstörer. Los, schnell, eine noch mit dem Zerstörer. Ich glaube, euch darf ich nie besuchen kommen, ey. Krieg so auf die Fresse von einer Frau. Gestern sagt sie noch, soll alles am Morgen schön raiden gehen? Wahrscheinlich habt ihr eh schon alles wieder durchgeraidet da, ihr Lamm. What the fu? Gegen 5er ist doch. Ist doch noch. Boah. Ja, und 2 7er, ey, wunderbar. Für den 7er, Magga. Ja, okay. Augenschmerzen und so. Hallo! Ja, ja, ist gleich fertig. Oh, shit. Okay, wenn ich gleich irgendwie verrückt umherschreie oder irgendwie das Boot auf... Irgendwie falsch durchgefeuert wird oder so auf Friendly Fire und so auf 3 und Torpedos. Nimm die Finger weg von den Torpedos! Oh, schön. Endlich mal normale Leute. Ich geh die Achterlinie da runter. Ja, ich komm mal zu dir. Muss ich eigentlich als Zerstörer, also als Battleship zu dir kommen, Mann? Ja gut, weil ich keine Flugabwehr hab. soll ich zu dir kommen? Ja, ich hab auch zwei Geschütze für Flugabwehr. Ja, dann musst, ja, musst du schon zu den Kreuzern hier. Komm zu dir. Nee, er hier mit seiner Scheiß. Okay. Kongo. Soll man wieder Parken spielen? Und Tine schreit, die Sandbank ist noch 3 Kilometer entfernt. Ja, Sandbank. Nicht auflaufen, Thomas, Sandbank.
Leg die ins Bett. Ich will hinter dem Kreuzer hinterher, damit ich nicht gleich erstes Target bin. So, Full Speed hier. Waren alle da rum. Haha, wie geil. Bescheid. Ja, geil. Keiner guckt. Da ein Kreuzer. Komm, Jupapa. Cleveland. Und Schlachtschiff. Hier oben ist aufgelaufen. Der Störer kommt auch noch. Ja, da sind Torpedos. Ja, wieso treffe ich den Schweinehund nicht? Bumm, Cleveland erledigt. Weil er jetzt echt in den Kreuzer, in den Zerstörer reingefahren hat. Zerstörer kriegt Torpedo ab. Anderer Zerstörer ist hinter dem Berg da. Ah, schade. Nicht gesund aus, Thomas. Nee, ich bin weg. Torpedos fahren noch auf ihn. Ah, treffen aber keinen. Ne, ist vorbei gedüst. Eine Treffer hatten Torpedos. Schlachtschiff links, ne?
Ein Torpedos ruft da. Seine Geschütze sind auf die andere Seite ausgerichtet. Das finde ich gut. Mach eine Salve Torpedos rein da. Womit? Habe ich Torpedos oder was? Da kommt ein Torpedo. Da kommen Torpedos auf dich zu, aber. Verwerken vorher. Eigentlich ja, du bist doch. Bist du keine. Du bist doch eine Omaha, ne? Du hast Torpedos, Alter. Ich bin die Miyogi, du Lappen. Ach, stimmt ja. Nutz Torpedos, Mann! Oh, du hast Torpedos abgekriegt von der anderen Seite. Da war noch ein Zerstörer. Torpedos, Mann. Hm? Du bist ein Vogel, Mann. Soll ich den Torpedos nutzen, ey? Geil, wurdest du von einem von unseren versenkt? Ich weiß es nicht. Nee, Isokase. Ja, nee, Isokase hatte ich versenkt, glaube ich. Ja, da kommt sie, die Isokase da. Evil Dottie. Wenn ich mir so die Fuso angucke, ne? Ja. Wieso baut man ein Schlachtschiff so, dass die Geschütze dein eigenes Schiff treffen könnten, wenn die losgehen? Tja. Wenn der eine trifft, ist der komplette Turm weg. Klick. Ja. Aber du hast 6 Geschütze. Aber du hast 6 Geschütze, das stimmt. Muss man so sehen. Du hast 6 Geschütze, ja, das ist super. Ja. Zwei können da zwei dein Schiff zerstören. Du hast 6 Geschütze. Aber du hast 6 Geschütze. Ja, das ist ein Argument. So viele Torpedos da in der Mitte, Alter. Na gut. So, jetzt geh zu deiner Frau, bevor wir wieder Stress kriegen. Gut, war wieder eine schöne Runde. Ja, ciao. Hauen sie rein und bis morgen. Reingehauen. Bye bye.